So Leute, willkommen zu der ersten Runde King of the Hill of the Base. Das ist der dritte neue Modus vom Spielplatz, von der Spielplatzecke. Und ja, King of the Hill, vielleicht kennt ihr das. Wir hatten mal, ich hatte mal Minecraft 1905, das ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her oder so, ein PvP-Turnier gehabt mit, was Zeronic, glaube ich, organisiert hatte. Und dann haben wir auch eine Map King of the Hill. Und ja, das ist das gleiche jetzt als Plugin gemacht. Natürlich ein paar Änderungen, logisch. Wir haben sogar die Original-Map aus diesem Battle auch also als Map genommen. Also quasi, wir haben das gefunden und dann auch als Map genommen noch. Ja, es gibt ja auch wieder Perks, die man sich auswählen kann. Die brauchen wir auch gar nicht im Shop holen. Also die sind Standard-Perks alle. Es kommen, denke ich mal, irgendwann mal noch mehr. Und ja, das Ganze ist wieder in Teams unterteilt. Und ja, wir sind Team Gelb. Ja, insgesamt zählt halt nach Zeit halt, wie viele Punkte man insgesamt angesammelt hat auf dem Berg. Das Ganze haben wir als XXL-Version mit 100 Spielern. Das ist der größte Modus, den wir haben. Das werde ich auf jeden Fall nehmen jetzt auch Let's Playen. Nur fragen sich ein paar, ey, ihr habt ja so viele XXL-Modi, aber selbst auf ganz großen Servern werden so große Spielmodi gar nicht richtig voll. Wieso macht ihr das? Also, wir haben uns ein kleines Konzept überlegt, das werdet ihr auch bald sehen. Das heißt, wir werden, ne, ich sag noch nichts. Also, wartet nur ab, es dauert nicht mehr lang. Dann wird auch was kommen, was die XXL-Modi etwas, ja, angenehmer macht. Boah, ich bin auch ein Depp, wieso nutze ich meine Enderperlen nicht? Bin ich irgendwie deppert? Oh, der hat aber auch heftigen Cooldown, sehe ich gerade. Ja gut, ist auch fair. Okay, so, zack. Rot dominiert das Ganze gerade ein bisschen. Aber momentan nimmt niemand einen. Doch, ein Rot nimmt wieder einen. Ah, so, weg mit dir. So, da kommt auch noch ein Gelber. Da kommen gerade wir Gelben alle. Das sollten wir sogar kontrollieren. Ja, wir Gelben haben das. Und tschüss, Herr Obmann. Wow, fuck. Da habe ich mich noch gerettet. So, jetzt muss man einfach gucken, wo einer kommt und sofort runter boxen. Und genau so einen meine ich hier. Zack, zack, zack. Ja, ich hatte bei King of the Hill richtig Spaß bei dem Let's Play selber. Und ich finde, der Modus war auch, es ist ganz simpel gehalten, aber das ist das Coole im Endeffekt daran. Ich helfe dir, mein Kollege. Zack, 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 zack. Ja. Oh, weg. Otto, ich will niemand. Fuck. Nein. So. Ja, aber wir haben 54 Punkte, damit sind wir schon recht weit oben. Und das ist schon mega nice. Ah, zack, zack, zack. Nein. Oh Gott, Enderpelle. Ich muss wieder hoch. Oh, das ist natürlich perfekt. Also, wir sind Mates. Aua. Ja, der Double Jump ist wieder, haben wir das Prinzip, das heißt Hungerleiste. Geh weg. Boah, leckt der, Alter. Der ruckelt aber echt. Boah, wieder leckt. Ich hab schon fast noch Knockback gedacht, aber der laggt ein bisschen. Extrem. Zack, oh Gott. Da oben schimmelt einer. Ich denke, den holen wir uns gleich mal. Aber erstmal muss der runter. Aber wir haben 118 Punkte, aber wobei Grün auch sehr viel holt. Müssen hier weiter, so, noch ein paar Sekunden. Ich denke, ich nutze die Enderperle wieder. So, wir müssen hier hoch. Oh, fuck. Oh, das war ein tiefer Schlag. So, ja, die Hügel sind hier in diesem. Es gibt ja zwei Arenen, das heißt, mit 24 Spielern und 100 Spielern sind natürlich unterschiedlich hoch. Das heißt, die von 100 Spielern sind dementsprechend deutlich höher. Und tschüss, Herr Hauptmann. Tschüss, Herr Hauptmann. So, ja, Team Gelb ist natürlich das beste Team und hat damit auch gewonnen. Ja, eine Runde spielen wir auf jeden Fall noch, würde ich sagen. Das mit 100 Spielern überlassen wir einfach ein andermal, weil das deutlich länger dauert auch. Ja, gar nicht, stimmt gar nicht so, da ist der Zeit begrenzt, aber. Join me. Great. Wenn ihr also KOTH seht, wisst ihr Bescheid, das ist King of the Hill. Ne, nicht Bogen. In der Perle und Doppelsprung. So. Zack, dann starten wir es einfach mal direkt. Ist eh voll. So, welches Team sind wir? Wir sind Gelb wieder. So, ich denke, wir usen auf jeden Fall die Enderperle. Oh Gott, war die schlecht. Nein! Ich habe die richtig verworfen, aber so übelst richtig. So, ja, sterben kann man hier nicht von Fallschaden etc. Also generell kann man hier nicht sterben. Ja, das ist ja auch nicht der Sinn des Spielmodus. Oh, wir sind aber echt langsam. Ja, das ist, werden jetzt die Enderperlen da richtig gut usen können. Das habe ich einfach gefailt. Das habe ich einfach gefailt. So, gleich können wir sie nochmal nutzen. So, zack, 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 zack. Wir können sie wieder usen. Das war eine deutlich bessere. Das war sogar eine sehr, sehr deutlich bessere. Das war sogar eine sehr, sehr gute, weil wir nehmen jetzt schon die ersten Punkte ein. Und du kannst mal direkt wieder dich verpieseln.
bleibe hier einfach. Ich fühle mich hier irgendwie sicher. Die sollen da unten kloppen. Jo, kloppt euch da unten. Vielleicht entdeckt man mich hier oben gar nicht. Weißt du, du bist mein Lieblings-YouTuber. Das freut mich. Mich freut auch sehr, dass ihr, dass Titan bei euch so gut ankommt, das Projekt. Also finde ich richtig klasse. Wir haben auch sehr viel Spaß daran. Und obwohl es noch langweilige Farbfolgen sind, feiert ihr die so doll. Also das finde ich recht cool. Wir geben uns auch viel Mühe. Wir haben ja auch viel schon erlebt, muss ich auch sagen. Die Killerkaninchenhöhle in Folge 1 war schon Burner. Ja, wir nehmen einfach gerade sexy das Ganze ein. Und die schnallen es nicht. Doch, der schnallt es jetzt aber. Ja, das ist so eine Taktik hier. Die werden mir bestimmt jetzt viele nachmachen, weil ich das Video ja gezeigt habe. Aber sie ist schon gut. Also, aber das sieht schon nice aus, wie so eine Sphäre um einen. Ich habe mal direkt einen Stream fürs Thumbnail. Das sieht cool aus, wie sie alle kämpfen. Aber die wirklich so 80% sehen mich gar nicht. Die schnallen gar nicht, dass ich da bin. Ah, ich bin mit der Hauptmann-Team. Ja, also wenn die mich nicht bald hier runterholen. Ja, stimmt. COC kommt auch bald morgen wieder. Also für alle Clash of Clans-Fans. Morgen gibt es wieder Clash of Clans. Bin morgen den ganzen Tag nicht da, aber es wird trotzdem 2 Videos geben. Also, ja, weil wir haben Abi-Sturm. Jo, Herr Hauptmann Hex, ja, wissen wir doch. Ja, Otto, mach mal hier, weil ich. Wie viel Knockback hat er eigentlich? Knockback 2 ist ja noch recht moderat, der Knockback. Man könnte ja so einen Modus machen, so einen Fun-Mode. Mit Knockback 20 dann so nach dem Motto. Das wäre natürlich krank heftig. Ja, also Team, ich will ja mal im Scoreboard gar nicht sagen, dass Team Gelb nicht mal im Ansatz so dominiert. Nein, Team Gelb dominiert doch das doch nicht. Ja. Hey. Enderperle ist gelohnt. Ja gut, also eine noch mehr dominierende Runde gibt es glaube ich nicht. Also 182, ja, wahrscheinlich schaffen wir die 200er Marke, oder? Ja komm, 200er Marke schaffen wir. Ja komm, ja, 200er Marke, das ist natürlich schon Respekt. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen und King of the Hill ebenfalls. Das Ganze gibt es wie immer, was heißt wie immer, gibt es halt in der Spielplatz-Ecke hier, neuer Spielplatz und dann da. Der 100er-Modus, wie gesagt, da wird bald was kommen, dann wird der auch gezockt werden. Ja, deswegen meinst du jetzt King of the Hill? Ja, also ich hätte keine Bugs. Wenn ihr, wie immer, wenn ihr Bugs habt bei neuen Spielen, also zum Beispiel bei King of the Hill, dann einfach nicht in die Kommentare schreiben. Sondern ins Forum bitte melden, das heißt heftige Bugs. Wir haben es eigentlich getestet und ich habe es auch jetzt ein paar Mal schon gespielt, ich habe eigentlich keine Bugs gesehen. Aber kann ja immer passieren. Einfach dann melden und dann helft ihr auch dem Team. Okay, gut, dann ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!